Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Und wir sind beim Kommentare beantworten. Dana Heide fragt, ist blond deine Naturhaarfarbe oder hast du eigentlich braune Haare? Als Kind bin ich mit grünen Haaren zur Welt gekommen. Doch dann fielen mir alle Haare aus. Und jetzt sehe ich so aus und habe eine Perücke an. Nein, Spaß beiseite. Eigentlich habe ich keine blonden Haare, sondern braun ist meine Naturhaarfarbe. Und ich weiß, ich sollte eigentlich zum Friseur gehen, weil ich schon einen ziemlich krassen Ansatz habe. Aber ich habe Balayage in meinen Haaren und ich kriege einfach gerade keinen Termin für Balayage. Beziehungsweise jetzt habe ich endlich einen Friseur gefunden, der Zeit für mich hat. Nächste Frage. Ach so, ich sollte Dana Heide noch grüßen. Also liebe Grüße, Dana Heide. Fohe Laura fragt mich, was hältst du eigentlich davon, vor dem Frühstück zu trainieren? Da halte ich ganz viel von. Das habe ich auch ganz häufig schon gemacht. Beziehungsweise Cardio oder Workouts zu Hause mache ich sehr, sehr gerne vor dem Frühstück, weil ich damit schon sehr, sehr gut mein Fett verbrennen konnte. Doch wenn du Muskeln aufbauen möchtest und zum Fitnessstudio gehst, dann solltest du vorher was essen. Da brauchst du Kraft und möchtest ja vor allen Dingen deine Muskeln kräftigen und stärken. Da brauchst du Kohlenhydrate und Protein. Also dann solltest du vorher was essen. Marlene 118 fragt, wie trainiert man effektiv zu Hause? Wie soll man splitten? Eigentlich trainierst du zu Hause genauso wie im Fitnessstudio, nur dass du keine Geräte hast. Zu Hause empfehle ich so mindestens 3-mal in der Woche zu trainieren, bis zu 6-mal oder wenn man wirklich auch so Kraft und keinen Muskelkater hat, dann sogar 7-mal in der Woche. Und du splittest genauso wie im Fitnessstudio. Du machst entweder Ganzkörper-Workouts oder du machst wirklich nur Po und Beine. Du machst Brust und Oberkörper, dann machst du Rücken. Das sind ja die Splits. Ja, wie lange? Mindestens 30 Minuten bis zu 1,5 Stunden. Ist schon super cool, wenn du noch mehr schaffst, was die meisten nicht schaffen. Das wäre natürlich mega, aber mindestens 30 Minuten bis zu 1,5 Stunden ist mein Tipp. Eileen Rock fragt mich, seitdem sie Hit und Sport macht, sprießen bei ihr die Pickel nur so auf dem Schulterbereich. Probier es mal in der Dusche damit aus, dass du, wenn du fertig geduscht hast, nachher nochmal alles schön mit kaltem Wasser abspülst, weil du damit die Poren schließt. Mit warmem Wasser öffnen sich die Poren und da kommt auch schneller Dreck rein. Und wenn du dann kurz bevor du aus der Dusche aussteigst, kurz mit kaltem Wasser drüber duschst, solltest du auf jeden Fall gewappnet sein. Mary Sapp fragt, wenn ich Muskeln aufbaue, wiegen dann Muskeln mehr als Fett, weil ich jetzt auf einmal mehr wiege? Ja, Muskeln, also man kann nicht direkt sagen, Muskeln wiegen auf jeden Fall mehr. Muskeln haben weniger Dichte insgesamt und das Gleiche an Fett, ja, ist auf jeden Fall viel, 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 viel mehr, sieht auf jeden Fall nach mehr aus und wiegt das Gleiche, aber Muskeln ist dafür komprimiert und straffer. Der Körper sieht einfach straffer und kompakter aus und wenn du ziemlich dick oder fett bist und sagen wir mal so eine Tonne bist, dann kann es sein, dass du genauso viel wiegst wie jemand, der sehr trainiert ist und auch sehr ein krasser Muskelberg ist. Aber du siehst einfach nicht danach aus, weil Fett mehr Platz einnimmt und insgesamt weniger Dichte hat. Vivian Sophie Wieland fragt, warst du früher eher dünn oder eher dick? Früher war ich eine fette Raupe. Spaß beiseite. Ich war nie mega, 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 mega dick oder so, aber ich habe mich immer sehr, sehr unwohl gefühlt und ich hatte auch keinen definierten Körper und war auch nicht mega dürr und ich habe auch nie diesen Stoffwechsel gehabt, mega dürr zu sein, ohne irgendwie was dafür zu tun. Ich habe schon immer viel Sport gemacht. Wenn dir das weiter interessiert, da habe ich auch schon mal ein Transformationsvideo zu gemacht, das verlinke ich hier auch im i. Schau dir das gerne mal an. Jana Timer fragt, wie ich das mit meinen Mahlzeiten mache, ob ich eine große in kleine Portionen aufteile und die über den Tag verteilt esse oder ob ich immer verschiedene Sachen esse. Ja, ich esse immer verschiedene Sachen. Frühstück, meistens ein Müsli oder Süßkartoffeln mit Rührei. Dann nehme ich einen Snack, da esse ich zum Beispiel Lachs mit Gemüse. Dann kommt schon das Mittagessen, da esse ich dann meistens Hähnchenbrust mit Brokkoli. Und dann zwischendurch kommt nochmal ein Snack nach dem Mittagessen, da esse ich auch nochmal Müsli oder vielleicht auch Waffeln. Und dann kommt schon das Abendessen und da esse ich auch gerne nochmal Hähnchen oder Lachs mit Gemüse. Und das war's. Creepazy hat zu meinem letzten Blähbauch-Video gefragt, wie das denn mit Kaugummi ist, ob der auch aufbläht oder ob das auch zu einem Blähbauch führen kann. Ja, wenn du sehr viel Kaugummi kaust, kann das sogar abführend wirken. Das steht auch immer auf den Kaugummipackungen drauf. Übermäßiger Verzehr kann abführend wirken. Also Kaugummi selber kaue ich überhaupt nicht, auch die ganzen Süßstoffe unter drin. Man schluckt das ja schon irgendwie immer runter. Mache ich gar nicht, bringt mir nichts. Ich kriege auch von Kaugummi eher Hunger. Wenn du nämlich lange kaust und dein Körper denkt die ganze Zeit, ach cool, die kaut ja, gleich kommt was zu essen runter und damit verarschst du deinen Körper und es kommt kein zu essen und der wird danach auf jeden Fall Hunger haben, weil er denkt, ey, ich will jetzt was zu essen, Alter.
und es kommt aber nichts, also lass es lieber. Marlene Wellens fragt, wie oft sollte man neben dem Krafttraining Cardio in der Woche machen? Das kommt natürlich total aufs Ziel an. Wenn du eher Muskeln aufbauen möchtest, dann kannst du weniger Cardio machen. Wenn du aber auf jeden Fall Fett abbauen möchtest, weil du auf jeden Fall überschüssiges Fett hast, dann solltest du deutlich mehr Cardio machen. Aber generell empfehle ich mindestens zweimal, aber eigentlich so 3 bis 5 Mal in der Woche. 3-mal ist schon ganz gut. Es kommt aber auch immer auf die Länge an. Wenn du wirklich immer nur eine Viertelstunde machst, dann solltest du das natürlich viel, viel öfter in der Woche machen. Wenn du aber immer eine halbe Stunde machst, dann brauchst du das nicht so häufig machen. Ich empfehle 3-mal mindestens 30 Minuten. Aber auch wenn du 30 Minuten schaffst, 20 sind auch schon richtig geil oder auch eine Viertelstunde hinten dran. Ich mache auch lieber so kurze Sessions vor dem Frühstück morgens einmal rausgehen und dann Krafttraining entweder am Nachmittag oder wenn ich morgens schon Krafttraining im Fitnessstudio mache, dann mache ich danach nochmal irgendwie eine Viertelstunde Cardio oder 20 Minuten und das dann mehrmals in der Woche und damit fühle ich mich besser, als wenn ich einmal am Stück eine Stunde mache. Das macht mir nämlich nicht so viel Spaß. Katrin Hörning fragt mich, wieso pflanzliche Milch so viel besser als Kuhmilch ist. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich pflanzliche Milch auch empfehle und auch mich von Kuhmilch fernhalte. Kuhmilch ist einfach ein Massenprodukt. Da wird einfach nicht auf das Futter geachtet bei den Kühen und da sind sämtliche Antibiotika und so weiter drin. Wenn es nicht gerade frisch vom Bauer ist und du nicht wirklich den Bauern kennst und weißt, dass er gute Sachen füttert und dass das Futter richtig geil ist, wirst du dir niemals 100%ig sicher sein, dass die Milch frei von Antibiotika und komischen Stoffen ist. Deswegen halte ich mich einfach fern davon. Ich fahre mit pflanzlicher Milch wirklich schon ein paar Jahre super, super gut und ich finde, sie schmeckt sogar besser. Jade Alice XCX meint, dass sie Magerquark ohne Laktose isst und dass sie auch öfter schon gelesen hat, dass Milchprodukte nicht so gesund sind, gerade beim Abnehmen. Ja, das stimmt wirklich. Genau, was ich ja eben schon erklärt habe. Kuhmilchprodukte sind einmal super ungesund oder können super ungesund sein, weil wir nie wissen, welches Futter die Kühe bekommen. Und Antibiotika ist einfach bewiesenermaßen nicht gut für den Körper. Zweitens kann Kuhmilch die Insulinausschüttung sehr krass begünstigen. Das heißt, der Blutzuckerspiegel verändert sich. Ich möchte jetzt nicht zu biologisch werden, aber es stimmt, wenn der Insulinspiegel mehrmals am Tag ansteigt und das auch über den Wert 100, dann kann man kein Fett abbauen und das ist dann einfach super schlecht beim Abnehmen. Ich empfehle, lass auch den Magerquark sein. Ich habe ihn auch komplett aus meiner Ernährung gestrichen. Und seitdem geht es mir viel, viel besser. Es kann sogar sein, dass du durch den Magerquark ein bisschen ansetzt. Das habe ich nämlich häufig auch schon bei anderen entdeckt. Oder es haben mir auch schon viele andere erzählt, dass sie seitdem die Magerquark essen, irgendwie das Gefühl haben, ein bisschen am Bauch zuzunehmen. Seitdem sie es weglassen, ist es viel, viel besser geworden. Aline, 1, 2, 3 und ganz viele andere haben mich auch gefragt, wie ich die heiße Zitrone mache. Ja, die heiße Zitrone geht so. Ein Kochtopf, voll mit Wasser, eine ganze Zitrone rein, auf den Kochtopf und heiße sie! Spaß beiseite. Du nimmst ein Glas, du drückst eine halbe Zitrone darin aus und schüttest 37 Grad warmes Wasser drüber. Wenn du keinen Wasserkocher hast, wo du sehen kannst, wie viel Grad das Wasser hat, dann machst du einfach den Wasserhahn an und machst ganz warmes Wasser und lässt es einfach ins Glas laufen. Wieso eigentlich lauwarmes Wasser und kein heißes? Der Körper bzw. der Magen kann es am besten verarbeiten, wenn es lauwarm ist, weil es auch die Temperatur des Magens ist. Und das ist das Erste, was du morgens zu dir nimmst. Und dann solltest du den Magen nicht direkt so schocken. Und der Entgiftungsprozess kann am besten eingeleitet werden, wenn es einfach lauwarm ist. Karin TW24 fragt mich, reicht es, wenn ich alle 2 Tage Sport mache? Natürlich kannst du alle 2 Tage Sport machen, das ist super. Du kannst aber auch jeden Tag Sport machen, wenn du immer verschiedene Körperregionen trainierst und keinen Muskelkater hast. Das heißt, wenn du an einem Tag Po und Beine trainiert hast und am nächsten zum Beispiel den Oberkörper, dann kannst du jeden Tag gehen. Und wenn du dann am dritten Tag nur Cardio machst, kannst du auch den Tag direkt danach gehen. Es kommt also, wie gesagt, immer auf das Ziel an und immer darauf, wie stark du Muskelkater hast und was du vertragen kannst. Alle 2 Tage ist super, wenn du viel Regeneration brauchst, aber wenn du nicht so viel brauchst, dann kannst du auch jeden Tag gehen. Ein bisschen Pause braucht aber jeder Körper, deswegen ist es gut, wenn du mindestens einen Tag Pause in der Woche einlegst. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Daumen hoch, wenn du mehr von solchen Videos haben möchtest. Und schau auf jeden Fall bei mir auf der Webseite vorbei, veronikagerritzen.de. Wenn du weiteren kostenlose Kurse haben möchtest zum Abnehmen, weitere Ernährungstipps und Trainingstipps. Der Link ist unten in der Infobox oder aber hier nochmal im i. Und hinterlass mir auf jeden Fall einen Kommentar. Was fehlt noch? Was für eine Frage kann ich im nächsten Question and Answer Video beantworten? Also alles schön in die Kommentare rein. Bis zum nächsten Video. Ciao!